Servus und herzlich willkommen bei Cheflog. Ihr habt Bock auf was Warmes und habt aber keine Lust, wirklich irgendwas zu kochen. Ich zeige euch heute einfach mal ein ganz schnelles Rezept, wie ihr Feierabendnudeln macht. Ganz einfach, ihr braucht als allererstes 100 Gramm Nudeln. Dann warten wir auf meine Waage hier. Startklaus. Und jetzt ist er. So. So, etwa 100 Gramm Nudeln. Ganz einfach, dann macht ihr zwei Scheiben Kochschinken. Die schneidet ihr einfach in kleine Würfel, wenn man das so nennen darf. So, die macht ihr hier mit rein. Dann nehmt ihr 150 Milliliter Gemüsebrühe, die schüttet ihr mit rein. Und noch 125 Gramm Creme Fraiche. So, das alles in eine mikrowellengeeignete Form oder Schüssel in dem Fall. So, gucken wir mal. 113. Nicht. 120. Ja. 125 Gramm. Ach, fast genau. So, das Ganze mit einem Löffel. Schön umrühren. Alles schön vermengen. So, sodass das Creme Fraiche auch alles untergehoben ist. So, wenn ihr das alles umgerührt habt, macht den Deckel drauf und stellt es für etwa 3 Minuten bei 600 Watt in die Mikrowelle. So, nachdem die 3 Minuten rum sind, die ganze Sache natürlich nochmal durchrühren. So, jetzt gebt ihr nochmal 50 Milliliter Milch dazu. So, und ja, eine Handvoll Käse. Ich mache das jetzt hier mal alle. So. Das Ganze gut umrühren, alles schön vermengen. So, und wenn ihr das gemacht habt, dann nochmal für 6 Minuten bei 450 Gramm bei 450 Watt zu Ende garen. Und genau, und danach definitiv nochmal 5 Minuten auskühlen lassen. So, die 6 Minuten sind rum. Das Ganze natürlich nochmal schön umrühren. So, und jetzt definitiv nochmal 5 Minuten stehen lassen, das ist so heiß und ja, das war's, danach könnt ihr es euch echt schmecken lassen, mega leckere Sache, mega schnell gemacht, wie gesagt, lasst euch schmecken, ansonsten gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo da lassen, wenn ihr sowas nicht mehr verpassen wollt, ja, würde mich natürlich, wie gesagt, über ein Abo mega freuen und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, tschüss. Bis zum nächsten Mal.